Hallo und herzlich willkommen zurück zu Direwolf 2117. Ja, ich habe ein bisschen brennen lassen hier. Das heißt, jetzt können wir in Ruhe unsere Schmiede bauen. Und ich habe erfahren bzw. gesehen beim Direwolf selbst sogar, dass man die Schmiede kleiner bauen kann als 3x3, also quasi 2x2. Das ist total gut, weil dann braucht man nicht so viel Platz und dann würde ich... Ich weiß gerade, wo ich die eigentlich hinbaue. Ich weiß es gar nicht. Schon gesagt, wo ich die hinbauen will? Ich glaube nicht, ne. Ansonsten würde ich die hier erstmal ums Eck bauen wollen. Und zwar... hier hin. Aber jetzt habe ich inzwischen so viel davon, dass ich eigentlich doch direkt die große bauen könnte. Tja, ist die Frage, ne? Aber dann würde ich anders ansetzen. Ach Gott, man hat es nicht leicht. Ja, schwierig. So. So. Alles weg. Du auch und du sowieso. Hopp. Okay. 1, 2. Oh, ich mache erstmal nur. Hä, ich weiß nicht. Machen wir es erstmal nur so. So. Entschieden. Axt, ach da. Gut. Plopp. Dann holen wir das auch weg. Dann kann ich sie erstmal höher machen. Tschüss, Glas. Hopp. Schauen wir mal, okay. Zack, zack, oh. Ich sollte mich vielleicht mal eben schnell hinlegen, sonst gibt es gleich ein Monsterchaos. So. Eins davon auf jeden Fall schon mal. Hallo, hierfür? Na. Ah, toll. Zittrige Finger heute oder was ist los? So, auf jeden Fall. So, und dann hier auch. Da kommen dann jetzt die Dingens drauf. Hier zweimal die Drains. Und 2 Fruits. Und ein Dingens. Dann brauche ich noch. Hallo. Glas. Habe ich Glas? Ich weiß gar nicht mehr. Ich habe auch schon so lange hier nicht mehr gespielt, dass ich gar nicht mehr weiß, was ich habe und was nicht. So, okay. Den Tank. Na komm schon, Direwolf, lass das sein. Es ist, also, man kann es machen, wenn man will. Es hakt trotzdem. Ich weiß nicht, was ich dagegen tun soll. Ganz ehrlich, irgendwie. Ich habe jetzt auch versucht, den einen Tipp vom Zuschauer umzusetzen, mit in der Config von dem eigenen Ding das wegzutun. Also, das auf 0 zu setzen. Aber das hat es irgendwie nicht gebracht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Eigentlich habe ich inzwischen so viel Zeugs, dass ich guck mal, ich kann es ja immer noch erweitern, wenn ich wollen würde. Süß. Okay, nee, ich glaube, ich mache es doch größer. Ich meine, wir haben genug Bricks. Das sollte hinhauen. Zwei oder drei hoch? Ich weiß noch nicht. So, ist man das hier weg, weg, weg. Okay, das. Na. So, und... Kann das auch direkt weg. Tschüss, Fenster. so, zack. Rup. Und dort und zack, zack, zack. Das 2, ganz viel. Oh, das ist noch ziemlich hakelig, so alles miteinander. Das ist nicht so schön, aber was soll's. Gut. Ich überlege gerade, ob ich noch eine nach oben gehe oder nicht. Ich glaube, ich hätte da gerne Glas drin.
Das ist hier. Das ist noch gleich so, ne? Glaube ich. Ja, genau. 2, 3. Ja. Hüpp. Dann machen wir direkt eine große. Dann haben wir direkt ganz viel Platz. Das kann bleiben. Okay. Mehr Bricks. Ich brauche noch 4, 7. Okay, das war einer zu wenig. Wer bis 7 zählen kann, ist klar im Vorteil. Egal. So. Ach ja, und ein Schutz natürlich da oben drüber für ungewollte Gäste. So. Schön. Licht. Und Abschluss. Wunderschön. Wunderschön. Mehr Cobblestone. Cobblestone. Haben wir hier noch im Angebot. Schön. Herrlich. Herrlich. So, jetzt fehlt mir noch der Table und das Bassin. Zack. So. Flüpp. Gut. Sehr schön. Die ist integriert. Da bin ich sehr froh. So. So, so, so. So. Lava. Ich habe jetzt Eisen. Ich bräuchte 3 Eisen für einen Eimer. Ja, ne? Ja. So, das habe ich mich noch nicht gefunden. Nö. Sieht nicht so aus. Dann machen wir das eben und dann... Ist da doch hier irgendwo Lava, meine ich, auch gehabt, glaube ich. Mich dran erinnern zu können. Ich bin mir nicht mehr so sicher. Aber müsste eigentlich. So. Ein bisschen mehr Holz, 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 Holz. Fels. Nee, nee. Ah, die Treppen. Ja, doch. da. Nimmst du 2. Kann nicht viel schief gehen. Okay, ich hatte doch. Irgendwo Lava gesehen. Gucken wir mal auf die Übersichtskarte. Gab's hier irgendwo Lava? Was ist das da eigentlich? Und was ist das da eigentlich? Interessant. Gut. Dann ist eine Star-Lava, wobei das ein bisschen arg weit weg ist. Wobei ich kann fliegen. Haha, ist doch scheißegal. Wunderbar. Oh, kann ich einen Tank? Ich hab doch bestimmt einen Kupfer, aber. Kann ich mir direkt einen Tank bauen? Dann haben wir nämlich nie wieder Probleme. Yes! Ein Küpferchen. Küpferchen hier, ein Küpferchen. Läuft, läuft, läuft. Okay. Eimer. Hab ich schon. Hab ich nicht. Können wir mal machen. Getting an upgrade for our crafting bench. Kazan. So. Hopp. So. Schwuppdiwupp und zack, zack. Da. Ja. Fledermaus ist aus dem Haus. Haha. So, wo war das noch gleich? Hier unten. Ich hoffe, es ist ein ganzer Lavasee und nicht nur ein Lava-Fleck quasi. Ich glaube, es ist gar nicht so weit weg. Oh. Ach ja, genau, das Explodieren. Das sind die Creeper-Plants von Dingens. Wurde mir auch gesagt, weil es war irgendwie sehr merkwürdig für mich. Aber wenn die groß sind, dann explodieren die ja und vermehren sich so.
Das ist eigentlich ganz praktisch. Aber es ist nur ein Lava-Ding. Schade. Aber das nehmen wir trotzdem mit. Denn Lava ist Lava. Egal wie viel. Hauptsache ein bisschen. Tschock, tschock. Oh nein, ich habe keinen Creason-Hammer. Nein. Shittity shit. Das heißt nochmal zurück und ein Creason-Hammer bauen und wieder zurückfliegen. Oh Gott. So, ich werde jetzt etwas tun, was man normalerweise nicht tut, aber ich habe so einen Hunger, es tut mir leid. Ich muss einmal meinen Toast beißen, das ist echt. Ja, so viel Stress, wenn man keine Zeit hat zu essen, das ist nicht gut. So. Drei Eisen, ein Zinn. Zinn. Drei Eisen. Nee, komm, Akazienwut, das ist ja sowieso, muss ja sowieso weg. Mal hier und eins, zwei, zack. Yo, gib ihm. Ah, du gehörst da gar nicht rein. So, ein Zinn. Und drei kleine Eisen, während es brennt. Ich bin hier mal Toast beißen. Was zum Glück nicht mehr so knusprig ist. Könnte man auch unter effizientes Multitasking abstempeln. Ja, man muss alles positiv sehen. So. Okay, gehen wir mal runter. Ich meine, unten war ja auch irgendwo Lava gewesen. Eigentlich zumindest. Soweit ich mich erinnern kann. Hm. Glaube ich. So, wo war das? Hier vorne, ne? Nicht hier, nein, sondern da. In dem Wasser. Upa. Da. Da lacht sie mich schon an, die Lava. Zack. Mitgenehmt. Und jetzt gehen wir mal unten in die Mine und gucken, ob ich recht hatte oder nicht. Währenddessen lasse ich mein Toaster. Total professionell heute. Das kann ich gut. Okay. Gucken wir mal, ob ich recht hatte. Irgendwo muss ja was sein. Ich habe so, genau, so war mein Zoom. Hier nicht. Tiefer vielleicht. Hallo? Ja, doch. Ja. Hier war irgendwo Lava. Nicht? Doch, da. Da muss Lava sein. Hier hinter muss irgendwo Lava sein. Ah. Schön Lapis, aber wo ist meine Lava? Da ist Lava. Hallo? Mr. Lava? Mr. Lava, Lava. Das ist so ein alter Witz. Oh Gott. So. Ja, lass mich hier rein. Läuft. So. Kramen wir gleich hier durch. So. Ja, Gravel. Okay, oh, da ist Eisen. Sehr schön. Aber nicht jetzt. Nehmen wir kurz einmal hier. Oh, ich nur so ein kleines Mini-Pit. Was ist denn da? Keine Ahnung. So. Zack, mitnehmen. Halt. Einmal machen wir noch voll hier. Und dann ab nach oben. So.
Bada boom. Und dann stellen wir in die Ecke. Prima. Okay, fangen wir an mit. Gute Frage. Als erstes brauche ich ein bisschen Aluminiumbras. Bras. Das haben, glaube ich, 3 und Kupfer. Das ist korrekt. Gucken wir lieber nochmal ins Dingens. Das muss ich nochmal eben machen. Bla bla. Alloy. 3 und 1 Kupfer. Ja, das ist perfekt. Dann lassen wir die jetzt mal zusammenschmelzen. Dann machen wir nächste Folge unsere Patterns. Dann können wir nicht unser ganzes Zeug schmelzen. Aber ich kann schon mal, was sich ja eh nicht mischt, eigentlich das Eisen damit reinschmeißen. Aber das brauchen wir sowieso. Zack. So, und ich würde sagen, nehmt euch ein Abo und bis zum nächsten Mal.